sodass die Klitoris, die dann hier drin ist, durch Luftdruck bewegt wird, stimuliert wird. Der erste Prototyp, der hatte nur eine Stufe und das war volle Power und das war nicht auszuhalten. Hallo, wir sind die Linkes. Wir sind die Erfinder des Womanizers und haben bis jetzt Millionen von Frauen glücklich gemacht und zum Orgasmus geführt. Und heute erzählen wir euch unsere Geschichte. Mein Name ist Michael Lenke, bin 72 Jahre alt und bin Erfinder. Hallo, mein Name ist Brigitte Lenke und ich bin die Frau des Erfinders. Ja, das war circa 2013, da habe ich eine amerikanische Studie gelesen. Und aus der Studie ging hervor, dass über 50% der Frauen keinen Höhepunkt erreichen. Ich habe dann angefangen, mit Frauenärzten zu sprechen, habe mich dann auch beschäftigt mit der Anatomie, wie das bei der Frau überhaupt funktioniert. Und bin dann draufgekommen, okay, der Orgasmus der Frau wird ausschließlich über die Klitoris ausgelöst. Diese Erkenntnis hat mich dann draufgebracht, man müsste eine Stimulation erfinden, die nicht nur auf Vibration basiert, so wie es bei Massagegeräten ist, sondern eine berührungslose Stimulation. Dann bin ich in den Keller gegangen und habe dann angefangen, Prototypen zu bauen. Und dann hat die Leidenszeit für Brigitte begonnen. Der erste Prototyp, der hatte nur eine Stufe und das war volle Power. Und das war nicht auszuhalten. Also das war richtig schrecklich. Wenn man empfindlich ist, geht man an die Decke. Manchmal habe ich dann gesagt, wir schaffen das nicht, das ist zu stark und man kann es nicht regulieren. Und nach einem Jahr war plötzlich der Durchbruch. Da habe ich dann gesagt, jetzt funktioniert es, man kann es schön regeln, man kann ein bisschen stärker, man kann ein bisschen schwächer, optimal. Genau, das ist jetzt zum Beispiel ein Womanizer der neuesten Generation. Und in dieser Druckkammer wird ein Saugdruckfeld erzeugt. Es wird angesaugt und wieder Gegendruck, sodass die Klitoris, die dann hier drin ist, durch Luftdruck bewegt wird, stimuliert wird. Das Wichtige war die richtige Berechnung dieses Saugdruckfeldes. Und es musste steuerbar sein, weil viele Frauen sind hochempfindlich. Und andere Frauen sind nicht so sensibel. Nach einem Jahr hat Brigitte gesagt, super, das wird ein Welterfolg. Also an dem Tag, an dem es funktioniert hat, habe ich das gleich noch 10-mal probiert. Das ist leider wirklich wahr. Das ist wirklich wahr, ja. Ja, also die Entscheidung dann im Swingerclub, sowas zu testen, haben wir dann nach einigen Wochen getroffen, weil wir mussten ja beweisen, dass es nicht nur bei der Brigitte funktioniert. Ja, wir haben für diese Tests in diesem Club haben wir Formulare uns auch vorbereitet, wo wir genau alles festgehalten, das Alter der Probandin und wie lange hat es gedauert, bis es zum Höhepunkt gekommen ist. Und das hat funktioniert. Und im ersten Jahr haben wir, glaube ich, schon Vertriebsverträge gehabt um 10 Millionen Euro. Also Michael hat mich für verrückt erklärt, weil ich habe gesagt, das muss so um die 199 Euro kosten. Dann hat er gesagt, nein, das ist viel zu teuer. Und ich habe aber gesagt, du hast eine Erfindung, die so viel Gutes tut, dass muss etwas kosten. Und wie viel, Michael, wollt ihr das verkaufen? Ach, Michael war so um die 99 Euro. Das war das teuerste Erotik-Toy auf dem Markt. Und die Fachwelt hat uns für verrückt erklärt und hat gesagt, ihr werdet keinen Erfolg haben. Für den Preis kauft es niemand. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und wir haben alles alleine gemacht. Wir haben wirklich jeden Tag von Montag bis Sonntag 16 Stunden jeden Tag gearbeitet, ohne Urlaub. Am Morgen waren die Telefonate mit Hongkong, am Abend waren die Telefonate mit Amerika, tagsüber dann Amazon und der eigene Shop und der Versand und alles. Danach fast keiner geglaubt, dass wir das alles selber gemacht haben. Die Leute haben gesagt, das gibt es nicht. Für mich war es zum Schluss sehr gefährlich, weil ich war dann kurz vor einem Burnout. Und dann haben wir beschlossen, nach 3 Jahren die Firma zu verkaufen. Das Hochinteressante am Womanizer-Projekt ist, dass viele Frauen
aus der ganzen Welt uns geschrieben haben und sich bedankt haben, dass sie endlich einen Höhepunkt erleben durften. Und viele feministische Publikationen sind auch auf mich zugekommen und haben mit mir Interviews gemacht. Und dann habe ich langsam erkannt, dass das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Erfindung war. Weil die hat in der Gesellschaft auch vieles verändert. Die Frauen haben plötzlich offen über ihre Probleme gesprochen, mit Freundinnen oder auch bei Treffen, und haben sich über den Womanizer unterhalten. Weil ein Dildo zum Beispiel, das ist ja das Phallus-Symbol, das ist ja schon wieder der Mann. Und das ist das Problem. Und viele Frauen wollen darüber schon einmal gar nicht reden, ja, wenn es um ihre eigene Lust geht. In der Branche, also die Leute, die mich kennen, aus anderen Firmen, die sagen, ja, es Dr. Klitt. Und das gefällt dir? Ist mir egal. Ich wurde von so vielen Frauen angesprochen, die gesagt haben, naja, du musst doch mal für die Männer oder für unsere Ehemänner auch was entwickeln. Und auch viele Männer haben mich angesprochen und haben gesagt, nee, warum hast du nur für Frauen entwickelt? Und das war für mich dann eigentlich ein Zeichen, dass ich in diese Richtung denken muss, und habe dann den Orktan entwickelt, ein total neues Stimulationsgerät für Männer. Es ist ein Blowjob, der automatisiert wird. Ja, Brigitte hat natürlich gelacht, wo ich das entwickelt habe, weil sie wusste natürlich, jetzt muss ich selber testen. Und das war natürlich eine sehr harte Zeit, weil ich musste Prototypen testen, und es war nicht lustig. So, das ist mein Techno-Song, den ich als letztes jetzt komponiert habe. Das ist mein Hobby, und zu dieser Musik male ich meine Bilder. Also das ist meine Inspiration, um dann moderne Malerei zu machen.